Hallo und herzlich willkommen zu einem, ja, auch wieder außerplanmäßigem Video, nämlich das Perk Roulette mit einem Killer diesmal, was vom Spiel integriert ist, finde ich ganz gut. Können wir direkt ein bisschen mit Flaschen schmeißen hier, wie die Rowdies, wie wir sind. Ja, die dachte, die kann mich verarschen, hä? Oh. Der ging ein bisschen daneben. Ah, schade. Gnadenschuss wäre jetzt gut gewesen. Gnadenschuss wäre jetzt echt gut gewesen. Sie hat einen Run. Darf ich normalerweise nicht laufen lassen. Ja, wir haben... Monströser Schrein, überladen. Sackgasse, okay, alles klar. Interessant. Komm, die Flasche war gut. Komm, gib mir den Hit. Gut. Der Sandkasten geht dann auch schon mal ein bisschen zurück. Einfach mal drehen. Wo auch immer die Leute schon wieder sind. Okay. Das ist der weiteste. Das ist gut. Genau. Monströser Schrein haben wir. Räuber haben wir. Palette. Das war klar, dass der jetzt kommt. Och, das gibt's doch nicht, ey. Wieso? Naja. Nicht aufregen. Es ist eine außerplanmäßige Folge. Es ist eine außerplanmäßige Folge. Alles gut. Nicht aufregen. Oh, was? Wieso drücke ich andauernd? Hä? Palette. Danke. Wie kann man solche Paletten dahin schmeißen? So. Nicht aufregen. Alles zu seiner Zeit. Du lässt dich nicht aus der Ruhe bringen. Alles gut. Ja, ich wollte, warum ich das mache, warum ich diese außerplanmäßige Let's Kill-Folge mache, obwohl ich ja gesagt habe, ich möchte davon Abstand nehmen. Ich wollte einfach mal diesen Modus Perk Roulette, Chaos Roulette, wie auch immer. Wollte ich einfach mal testen, sozusagen. Ich wollte einfach mal testen, wieso dieser Modus ist, ob sich meine... Okay. Ob sich meine Befürchtung... Befürchtung? Ob sich meine Vermutung... Ob sich meine Vermutung bestätigt... Und man als Killer doch vielleicht ein bisschen mehr Spielraum hat. Stand jetzt sieht es nicht so aus. Stand jetzt sieht es nicht so aus. Bisher läuft noch alles so wie immer. Bisher läuft es noch immer so wie bisher. Dann frage ich mich aber, entweder sind das alles SWF-Truppen, gegen die ich spiele.
Entweder sind das wirklich alles SWR-Spiele. Gegen die ich spiele. Oder ich habe einfach, keine Ahnung, oder ich habe einfach als Killer, mittlerweile so den Faden verloren. Durch diese Zwangspause. Was ich da nehme. So. Das war gut, dass der noch gezogen hat. So, hier ist weit und breit. Alter, guck dir mal die Haken an. Hier ist nur ein. Hier ist nur ein Haken. Hier ist nur ein Haken. Die Palette muss weg. Die ist gefährlich. Ja, wie auch immer der Gen angegangen ist. Der Gen, der war eben gerade noch auf Null. Naja. Gen-Speed halt. Ob hier einer herkommt? Ich hab doch gerade hier einen gesehen. Wo ist der? Mal ohne Scheiß. Ja, gut, okay, komm. Du hast nicht geschalten, hast du Pech gehabt. Gut. Danke. D-Strike. Wäre nicht das erste Mal. Wäre nicht das erste Mal, dass einfach mal so jemand den einzigen, den ich tunnel, dass der D-Strike. Gut. Schön hier hinten mal ein bisschen ab. Gut. Alles klar. Ist das hier die... Ist das hier der Bot? Nee, ist nicht der Bot. So. Dass man immer feine Flaschen hat. Das ups. Hier sind plötzlich keine. Sag mal. So, wir müssen zurück. Hilft nichts. Ach ja! Das hier ist der Bot. Oh, Junge! Die ist da hinten runtergerannt. Safe. Wir checken mal einfach ab. Ja, ja, ja. Gut, siehst du mal raus. Einfach mal aufmachen, wenn ich schon mal da bin. Guck dir das mal an. Da ist der Baum im Weg. Alter, ne?
Oh, jetzt. Komm! Oh, Junge, ne? Guck dir das mal an, die können mit mir rumrennen, wie sie wollen. Ey, das ist unfassbar. Ja, ja. Gut, dass der Bot diesbezüglich relativ nutzlos ist. Wo ist der scheiß Bot? Gut. Gut. Ach so. Ey, das da ist unfassbar. Der Bot, ey. Der Bot, es ist nicht zu glauben. Oh, kannst du fuck. Oh, guck dir das an, ey. Du. Die sind so schnell am Ausgang, ey. Das ist unfassbar. Ich schmeiß die mit zwei Flaschen ab. Mit zwei Flaschen sogar noch. Mit dem eingeschränkten Modifikator, weißt du? Mit dem eingeschränkten Modifikator schmeiß ich die ab. Die kommt ans Ausgangstor auf der Strecke. Das ist unglaublich. Also, nach dieser einen Runde, kann ich rekapitulieren. Oder würde ich sagen, kann man rekapitulieren, dass man als Killer nicht unbedingt die Oberhand hat. Es kommt halt wirklich auf die Surfs an. Ich hatte wahrscheinlich einfach nur Glück in den Runden oder Pech in den Runden, dass ich absolute Schwachmaten in meiner Runde hatte. Sehr wahrscheinlich, da gehe ich einfach mal jetzt von aus, weil, ja. Ich habe übrigens schon mal zwei Runden in diesem Roulette hier gespielt und ja, da habe ich richtig auf die Fresse bekommen und da war auch keinerlei Meta dabei. Also hat das absolut nichts zu tun, Survivor haben einfach die Macht in diesem Game. Aber egal, soll uns heute nicht ärgern. Ich hoffe es. Ich muss mal gleich einen Baldrian-Tee oder sowas trinken, damit mein Puls vielleicht ein bisschen wieder runterkommt und einen schönen Fenchel. Ich habe gemerkt, wie diese normale Let's Kill mich schon wieder so aufregt. Ja, trotz Nicht-Meta, ja, einer Death Hard gehabt, ey, doch am Arsch. Der Mist ist auch dabei gewesen. Naja. Na gut, also ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Runde und ja, ich denke mal, ja, ich weiß, also noch eine Perk-Roulette-Folge mit Survivor wird es so schnell wahrscheinlich nicht geben, wenn überhaupt. Das war einfach mal so zum Ausprobieren, damit auch dort mein Kanal ein kleines bisschen was mit abbekommen hat und ja, ansonsten Killer wird es definitiv nicht nochmal in dieser Roulette-Reihe geben. Während des Roulette-Events sozusagen. Ja, ich habe gemerkt, wie mein Puls hochgeschossen ist schon wieder. Und nein, das. Ich will das einfach nicht mehr. Ich will das einfach nicht mehr. Ich will erstmal. Ich will wieder Spaß an Dead by Daylight haben. Das war wieder nur auf Krampf. Das war absolutes Unverständnis. Paletten, Spawns, überall. Die kommen trotz Flaschen. Können die sich bewegen wie bescheuert? Die eine Yui, die mich ums Hauptgebäude rumgeführt hat, trotz ich hatte Speed, sie hatte die Lila-Flasche abbekommen, trotz Speed konnte sie zweimal mit mir rumlaufen. Also erzählt mir nichts. Irgendwas ist hier mächtig faul. Egal, je nachdem. Ich meine, jedem das seine. Und ja, hat jeder eine ganz eigene Meinung zu. Ich halte von Let's Kill erstmal weitestgehend, dass nichts mehr kommt. Habe ich ja gesagt in dem Erklärvideo.
Das wird nicht passieren, aber ich halte erstmal ganz kräftig Abstand von dieser ganzen Let's Kill-Geschichte. Let's Survive kommt drauf an. Aber von dieser Let's Kill-Geschichte nehme ich erstmal ein bisschen Abstand. Es ist einfach, naja, da habe ich ja genug erzählt mittlerweile zu dem Thema. In diesem Sinne hoffe ich, dass es euch trotzdem gefallen hat und wir sehen uns in dem nächsten Video, welches auch immer das sein mag. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen. Overplayed and out. Tschüss.